Vielen Dank. Ich möchte auf das Ganze, die Diskussion, ich bringe gerade einen neuen Aspekt hinein. Ich möchte es auf eine sehr abstrakte Ebene heben, und zwar den ganz klassischen Policy Cycle. Vielleicht mal bei dem beginnen zu betrachten, inwieweit gibt es Potenzial der Datenanalyse und auch der Automatisierung im Bereich der klassischen Politikgestaltung, die ja Gesellschaft und Wirtschaft und unser Leben prägt. Wir haben damals einen der vielen, also es gibt ja eine Unzahl an unterschiedlichen Policy Cycle. Ein paar Elemente sind immer gleich, wie beispielsweise das Agenda Setting. Der ist dann ein bisschen noch differenzierter in der Diskussion, in der Formulierung von Politiken, Akzeptanz, Entscheidung. Also das wäre der politische Teil, den wir tagtäglich in den unterschiedlichen Bereichen durchlaufen, auch auf den föderalen Ebenen. Und dann beginnt der harte Teil auch der Verwaltung, die dann die Freude hat, die politischen Ziele mit Maßnahmen auch umzusetzen. Und am Ende des Policy Cycles, also auch bei allen gleich, gibt es die Evaluierung. Also nachdem, vielleicht nach mühseliger Arbeit, nach einem Jahr, zwei Jahren, schaut man dann kurz drauf, ob die Ziele auch erreicht worden sind, und das auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise. In der Theorie findet es statt, in der Praxis gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu messen. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das überhaupt noch notwendig, dass wir am Ende die Statistik fragen oder das Statistikamt, wie sich die Netzgesellschaft verändert hat, und wir einen Rückblick bekommen? Können wir nicht das so drehen, dass wir einen datengetriebenen Policy Cycle haben, der, und das ist das Element, das hinten fehlt, der keine Evaluierung mehr hat am Ende, weil wir in allen Prozessschritten eine fortlaufende Evaluierung machen? Das heißt, wir haben in allen unterschiedlichen Schritten die Möglichkeit, auf Basis von Datenanalyse oder auch Automatisierung viel schneller ein klares Bild zu bekommen, um in weiterer Folge die Evaluierung in den jeweiligen Schritten durchzuführen. Ist natürlich auch ein bisschen eine Provokation, muss man an der Stelle auch sagen. Natürlich macht es auch Sinn, am Ende eines Prozesses sich noch einmal das Gesamtbild anzuschauen. Aber was wir damit verdeutlichen wollten, ist, darüber nachzudenken, wie können wir mit Technologie einerseits Daten, und man kann auch noch ein zweites ganz wesentliches Element mit dazu denken, nämlich den Menschen, so integrieren in diesen unterschiedlichen Schritten, um einen schnelleren und vor allem auch natürlich einen effektiveren Entscheidungsprozess zu gestalten. Um das Ganze vielleicht ein bisschen konkreter, aber noch immer auf einer abstrakten Ebene zu betrachten, da finden sich jetzt auch sehr viele Diskussionsbeiträge, die heute schon gekommen sind und die wir auch gestern am Abend diskutiert haben. Vielleicht, wie könnte so ein Prozess ausschauen? Und der Anfangspunkt sind die Datenquellen. Die Datenquellen, die intern vorhanden sind innerhalb der Verwaltung, wo immer wieder von Datenschätzen gesprochen wird, keiner aber einen Überblick darüber hat, welche Daten überhaupt vorhanden sind. Es gibt keinen Gesamtüberblick über den Datenbestand der öffentlichen Verwaltung. Auch nicht in den einzelnen Ministerien. Wenn man genau hineinschaut und zu sich selber ehrlich ist, muss man sich zugestehen, wir haben keinen Überblick über die Datenlandschaft in unseren Organisationen. Gilt übrigens auch vielfach für die Wirtschaft. Die zweite potenzielle Quelle, die beinahe noch niemand auf dem Radar hat, sind die externen Datenquellen. Also welche externen Datenquellen sind vorhanden, die ich unter Berücksichtigung natürlich der rechtlichen Rahmenbedingungen in meine Prozesse mit einbeziehen kann, berücksichtigen kann. Also welche externen Datenquellen sind vorhanden? Kann ich die zukaufen? Kann ich die vielleicht auch crawlen unter gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen? Das wäre der zweite Teil. Auch hier gibt es in den wenigsten Organisationen einen Überblick, was sind die potenziellen Datenquellen, die extern vorhanden sind. Und das dritte Element, ich glaube, das ist das, was man besonders hervorstreichen kann für die nahe Zukunft, das sind die Objekte. Der Staat wird der größte Betreiber von autonomen Objekten sein, die permanent vernetzt, kontrollierbar, ansteuerbar und somit natürlich auch optimierbar werden, weil wir ja auch in die Steuerung dann in weiterer Folge eingreifen können. Und diese Objekte sind mit Sensoren ausgestattet, können somit auch wiederum Daten sammeln und werden vor allem eine Echtzeit-Datenquelle, wo wir in Echtzeit Veränderungen in der gesamten realen Welt in Zukunft einen Überblick uns verschaffen können.
Zweites Element ist, glaube ich, relativ einfach. Wir brauchen Datenplattformen intern. So wie wir Open Data Plattformen extern gebaut haben, braucht sowas in den internen Organisationen, um einen Überblick zu bekommen, welche Daten sind da, wie sind die klassifiziert, sind die Personen bezogen oder nicht, inwieweit kann ich die daher, eignen sie sich daher für meine Datenanalyse, und ich muss das Ganze technisch so aufbereiten, dass ich es dann in weiterer Folge auch mit den unterschiedlichen Datenanalyse-Mechanismen nutzen kann. Ich habe mir jetzt erlaubt, das Ding in zwei Teile zu teilen, nämlich einmal in die ganz klassische Datenanalyse, die heute auch schon mehrfach angesprochen worden ist. Ist eigentlich auch nichts Neues. Ich frage mich bei dieser Diskussion immer, wo sind die Kollegen aus den statistischen Ämtern? Für die müsste ja eigentlich ein Paradies, sie müssten ja fast im Schlaraffenland angekommen sein. So viele neue Methoden, so viele neue Datensätze, die vorhanden sind. Nur man sieht sie selten in unserer Diskussion aktuell. Ina, vielleicht bei dir mehr. Ich bin ein bisschen enttäuscht bisher, aber Ina ist ein bisschen zufrieden. Also sie sagt, sie hat Kontakt und da gibt es welche, die das sehen. Weil was wir natürlich machen können, ist, dass wir beginnen, Politikfelder in Echtzeit zu monitoren oder zumindest nahe Echtzeit zu monitoren. Was bedeutet das? Dass die Verwaltungsbediensteten, die zuständig sind für Politikfelder, diese beginnen können, mit Indikatoren zu definieren, um dann in weiterer Folge zu sehen, inwieweit verändert sich mein politisches Feld, und ohne jetzt eine weitere Handlungsanweisung zur Verfügung zu stellen, sondern es wäre ein reines Monitoring. Auch das könnte schon helfen, es ist angesprochen worden, die Flüchtlingskrise. Die Experten aus den Häusern sagen, wir hätten gar keine Prognose gebraucht, ein gutes Monitoring wäre eigentlich schon ausreichend gewesen. Also das wäre so der erste Punkt, an dem man ansetzen kann. Das zweite geht dann schon einen Schritt weiter, nicht, dass ich in eine Diagnose komme, also ich bekomme unterschiedliche Empfehlungen des Systems. Ich könnte dann beginnen zu simulieren, das ist vor allem in dem politischen Prozess ein wichtiges Element, aber auch in der Verwaltungsimplementierung, zu sehen, wie könnte sich meine Politik auswirken auf meine Gesellschaft. Und auch da haben wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden heute, die in der Politikgestaltung beinahe nicht zu finden sind, wenn wir nur an Agent-Based Modeling denken. Wir könnten vielleicht die ganze Gesellschaft modellieren und simulieren, wie sie sich verhält, wenn wir gewisse Steuern erhöhen oder senken. An sich alles nichts Neues, nur dadurch, dass die Datenquellen so viel reicher geworden sind und so viel stärker an der Echtzeit dran sind, bis hin zur Echtzeit, bekommen diese Methoden natürlich eine komplett neue Dimension, und das ist ein wenig in die Richtung, wir könnten dann den neutralen, objektiven Algorithmus als Berater den Menschen zur Seite setzen für letztendlich den Menschen, der die Entscheidung trifft. Auch das ist ja immer wieder heute in der Diskussion schon vorgekommen, wer trifft am Ende die Entscheidung, wer trägt die Verantwortung politischen Teil, also der erste Teil des Policy Cycles, sind es die politisch Verantwortlichen, die evidenzbasierte Politikgestaltung klingt so mächtig. Letztendlich ist es aber auf alle Fälle eine Unterstützung des aktuellen politischen Diskurses. Es wird weiterhin notwendig sein, die unterschiedlichen Interessen abzuwägen. Allerdings mit etwas objektivierten Inhalten, die vor allem von der Verwaltung aufbereitet werden können, die ja oft kein politisches Interesse haben, sondern neutrale, möglichst objektive Inhalte der Politik zur Verfügung stellen wollen, hat daher ein großes Potenzial, wenn in den jeweiligen Fachbereichen, in den jeweiligen Domänen diese Expertise aufgebaut wird, um die Politik stärker zu unterstützen mit objektivierten Ergebnissen. Ich weiß, also wir wissen natürlich alle, welche Problematiken auch da wiederum dahinter liegen, von den Fehlern, die in der Datenanalyse passieren können, bis hin zu einer fehlleitenden Visualisierung. Wirkungsorientierte Verwaltung, also wenn wir dann implementieren, wo die Verwaltung ihre Maßnahmen in Echtzeit beobachten kann und insofern auch steuern kann, diese anzupassen und zu schauen, dass sie das politische Ziel möglichst gut erreicht. Und natürlich das ganz klassische Verwaltungshandeln in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das die hoheitliche Verwaltung ist, wo wir sicher einen strengeren Maßstab heranziehen müssen, oder die privatwirtschaftliche Verwaltung, die letztendlich dann wiederum die Entscheidung trifft und auch die Entscheidung verantworten muss.
Dem gegenübergestellt die Teilautomatisierung, die ist in regelbasierten Systemen, also wo wir einfache Wenn-Dann-Entscheidungen haben, wie beim Familienentgelt, dann ist das eigentlich jetzt nichts Neues, auch das ist die letzten 10 Jahre immer wieder diskutiert worden, aber wir haben jetzt einen Reifegrad erreicht, wo wir es tatsächlich auch können. Und insofern ist bei einfachen Verwaltungsverfahren eine hohe Automatisierung möglich, wenn dann vorhanden ist. Fallbasiert, das ist der Bereich, den Ina Schieferdecker am Anfang angesprochen hat. Algorithmen können auch vielleicht, das ist ein schöner Satz, Algorithmen können auch vielleicht, das braucht man dann hier. Nicht? Das braucht man dann, wenn wir beginnen, Fälle gegenüberzustellen, mit einfließen zu lassen in die Interpretation des Rechtes, die ich da genau für diesen Fall dann heranziehen muss, plus natürlich auch die Ermessensentscheidungen, die sehr oft auch immer wieder in Verwaltungsverfahren zu entscheiden sind. Und wir werden auch komplett autonome Systeme haben. Vielleicht nicht im hoheitlichen Verfahren, das ist vielleicht für einige Juristen eine befremdliche oder fast beängstigende Vorstellung, dass wir autonome Verfahren haben, die im hoheitlichen Bereich entscheiden. Aber wie steuere ich eine Stadt? Da müssen wir nicht mehr verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, sondern können den Algorithmus am Ergebnis messen. Die Entscheidungen liegen hier vom Mensch, Mensch, Maschine und Maschine. Also wir werden autonome Systeme haben, wo wir am Ende des Tages nicht mehr wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Macht doch nichts, ist gut, alles gut digital, weil wir können ja die Ergebnisse beobachten. Und zum Ende noch ein kleiner Pfeil, nämlich das ist ein fortlaufender Prozess. Und je nachdem, wie stark Echtzeit-Daten vorhanden sind, könnte das auch ein Regelungskreis sein, der in Millisekunden läuft. Dass sich die Objekte selbst beginnen zu steuern über diese Systeme. Und je nachdem, wo wir die unterschiedlichen Fragestellungen haben, müssen wir uns leider, und das wird harte Arbeit werden. Wir müssen das von Fall zu Fall diskutieren. Wir werden keine allgemeine Lösung haben. Wir werden dankenswerterweise die ein oder andere Leitlinie, glaube ich, mitnehmen können, Grundprinzipien definieren. Aber am Ende des Tages wird es eine Knochenarbeit werden, in den jeweiligen Bereichen zu überlegen, was sind die Methoden, welche Daten sind vorhanden, gibt es überhaupt rechtliche Rahmenbedingungen, um diese zu nutzen? Welche Methoden kann ich anwenden? Das Know-how aufbauen innerhalb der Verwaltung und dann wiederum auch zu lernen aus dem eigenen. Und damit bin ich beinahe am Ende. Vielleicht da noch eine Darstellung von Matthias Flüge, der für den Digital Public Service Sektor verantwortlich ist, der das mit dem autonomen Fahren verglichen hat. Das einfache IT-Verfahren, wo der Mensch selber entscheiden muss, assistiert, haben wir heute schon einige Unterstützungsleistungen in einem Verfahren teilautomatisiert. Das Verfahren entscheidet selbst und der Verwaltungsmitarbeiter überwacht. Das ist aktuell bei der Steuererklärung oft der Fall, dass am Ende des Tages noch einmal ein Mensch es kontrolliert. Gesamtprozess wird vollständig automatisiert, das wäre die Familienbeihilfe, das ist in Österreich umgesetzt und ist in Umsetzung in Deutschland und die Vollautomatisierung, wir wissen nicht mehr, was passiert, also wir haben autonome Systeme, da ist davon auszugehen, dass das, glaube ich, nur in gewissen Bereichen, ich glaube, bei Verkehrssteuerung kann man sich vorstellen, da müssen wir nicht mehr wissen, wie das Ding funktioniert. Und damit bin ich am Ende. Drei Stellhebel haben die CIOs oder die CDOs in der Hand. Einmal die klassische IT-Governance, Staatssekretär Fitz hat das mehrfach angesprochen, was es da zu tun gibt, wo ich auch die Automatisierung mitverankern kann. Das, was aber, glaube ich, an größerer Bedeutung gewinnen muss, ist die Data Governance. Also welche Daten habe ich überhaupt, wie kann ich sie nutzen, welche Rahmenbedingungen habe ich innerhalb der Organisation und auch im rechtlichen Bereich und nicht zu vergessen, wie kann ich den Menschen integrieren in diesen Gesamtprozess, der mir unter Umständen auch Daten produziert, der wiederum auch Daten mitinterpretieren kann, auch Sicherheitsleistungen vollziehen kann, um am Ende des Tages eins zu machen, unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich innerhalb des Staates treffen, einfach effizienter und effektiver zu machen. Mit vielen Dank und ich freue mich auch auf die anschließende Diskussion.